Die erste Reaktion, die kam, als ich Menschen aus meinem Umfeld erzählt habe, was mir passiert ist, war, was hattest du an? Also direkt die Frage so, wie hast du es provoziert? Hast du geflirtet? Warst du betrunken? Und das Zweite, was kam, war, aber erzähl nicht, dass es dir passiert ist. Weil das Thema sexualisierte Gewalt ein Thema ist, was unfassbar schambehaftet ist. Ich weiß, dass auch vor allem Girls, die viel, viel jünger sind, das in sich reinfressen, weil sie sich so krank schämen und das verbaut ihr das ganze Leben. Lotte ist da und sie hat ein super wichtiges Thema mitgebracht. Sie erzählt uns, was sexualisierte Gewalt mit ihr gemacht hat. Es ist wieder Zeit für tiefe Gespräche mit inspirierenden Menschen. Wir steigen jetzt aber nicht gleich tief ein. Ich war schon so, wow. Ja, nein. Du hast am Bodensee als Straßenmusikerin 100 Euro die Stunde verdient. Ja, die Leute sind reich da unten. Das habe ich das auch gemacht. Ja, läuft bei dir. So, und ich würde dann jetzt ganz gerne wissen, welcher Song kam denn da am besten an? Oh, ehrlicherweise schon echt so Wonderwall und so ein Stuff. Das ist so winzig, dass du das in der Konferenz. Genau. Safe Wonderwall. Wir haben eigentlich gewettet. Er hat jetzt gewonnen. Okay, krass. Nee, also wirklich, ernsthaft das. Ja. Und ich glaube, ich habe noch Fliegen von Matthias Schweighöfer gespielt. Das kam in irgendeinem Film von ihm vor. Und habe auch manchmal versucht, eigene Songs zu spielen, aber das hat nicht so geklappt. Also, wenn du also die eigenen Songs angespielt hast, sind die Leute immer weitergelaufen. Und dann gab es kein Geld. Und dann hast du irgendwas gespielt, was die Leute kennen. Dann sind sie stehen geblieben. Und dann haben sie auch mal so einen Fünfer reingeworfen oder sogar einen Zehner. Lotte, du bist die Erste, die mir das Lied von Matthias Schweighöfer Fliegen hier kennst in den du Raum das? Wirft. Das geht so, und ich helfe dir schwimmen. Und weißt du, wann ich das gesungen habe oder gehört habe und ein bisschen mitgesungen habe? Heute Morgen beim Laufen. Nicht dein Ernst. Witze ist, ich verspreche es dir. Ich fand das auch wirklich gut. Mich hat das bewegt. Das kann kein Zufall sein. Ja, das ist ein schöner Text. Und bei Matthias Schweighöfer denkt man das ja nicht. Weil das ist ein schöner Song. Also ich verbinde den nicht mit so einem schönen Songtext. Ja. Nee, ich fand das cool. Muss man jetzt mal so sagen. Ja. So, jetzt probiere ich nochmal die Brücke zu schlagen. Okay. Wir wollen jetzt aber über deine Songs reden. Und zwar über einen ganz besonderen. Denn du hast vor ein paar Wochen noch bei der Vox-Show Sing meinen Song deinen Song, so wie ich, gesungen. Ja. Und da gibt es eine Textzeile, in der singst du: Nichts ist, wie es war bei mir. Was genau meinst du damit? Was hat sich bei dir geändert? In so wie ich verarbeite ich für mich was ich erlebt habe, was, glaube ich, sehr, sehr viele, vor allem Frauen, aber auch Männer in unserer Gesellschaft leider nach wie vor erleben. Wenn jemand deine Grenze nicht respektiert, wenn du sagst, nein, ich möchte nicht angefasst werden, nein, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Und man einfach aus körperlicher oder vielleicht auch psychischer Überlegenheit eben einfach weitergeht. Und ich dachte immer, ich wäre so paranoid, weil ich immer schon so ein bisschen Schiss auf dem Heimweg hatte und so. Aber wenn es einem dann halt mal wirklich passiert, dann ändert das was. So. Und ich musste den Moment für mich auf der einen Seite festhalten und gleichzeitig auch verarbeiten. Deshalb habe ich habe Musik so für mich, das ist meine beste Freundin und so. Und da schreibe ich eben alles auf, was mich irgendwie aus der Bahn wirft. Und diese Erfahrung ist eben auch in einem Lied geändert. Und also wenn du schon gerade sagst, auf dem Heimweg, da kriege ich halt schon voll Gänsehaut gerade, weil das machen wir alle. Wir alle gehen halt nach Hause. Ja, und das ist sowas Normales und sowas Alltägliches. Und ich glaube, das Krasseste, wenn jemand deine Grenze, wie auch immer die ist, nicht respektiert und man merkt, dass man körperlich nicht mitkommt, ist so, dass das wackelt an so einem Grundvertrauen Menschen gegenüber. Überhaupt zu sagen, ich bin wirklich auch sehr, sehr beschützt aufgewachsen im Süden von Deutschland, zu sagen, so, ey, eigentlich bin ich mit der Idee aufgewachsen, wenn ich Nein sage, dann gilt das auch. Und wir sind respektvoll miteinander, der Mensch ist gut, ich glaube ans gute Menschen, ich bin hoffnungsvoll. Und wenn dann aber so jemand mit so einer Ignoranz und so einem Menschenhass und so einem, ey, mir scheißegal, was das bei dir kaputt macht, dir begegnet, das ist, glaube ich, das Krasseste, dass ich voll krass versuchen musste, so diese Hoffnung in mir zu bewahren und eben nicht zuzulassen, dass ich dann jeden irgendwie als Täter sehe. Wir haben im Vorgespräch abgemacht, dass wir nicht über die Details des Übergriffes sprechen. Ja. Darf ich nur fragen, wie alt du zu dem Zeitpunkt warst? Es war 2020. 2020? Genau, also jetzt bin ich 26, wenn wir zurückrechnen. 24. 24, genau. Warum ist es dir denn generell so wichtig, mit dem Thema, das dich ja auch emotional sehr belastet, trotzdem in die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu sprechen? Weil das Thema sexualisierte Gewalt ein Thema ist, was unfassbar schambehaftet ist. Also ich merke es immer noch so. Die erste Reaktion, die kam, als ich Menschen aus meinem Umfeld erzählt habe, was mir passiert ist, war, was hattest du an?
Also direkt die Frage so, wie hast du es provoziert? Hast du geflirtet? Warst du betrunken? Dieses Ding. Ja, krass. Und das bewegt mich immer noch so. Und das Zweite, was kam, war, als ich dann den Song geschrieben habe und ihn auch rausbringen wollte, aber erzähl nicht, dass es dir passiert ist. Weil dann bist du die, der das passiert ist. So. Und dieses Grundgefühl, dann habe ich es erst recht gemacht. Dann bin ich erst recht in die Sendung gegangen, habe diesen Song vor tausenden Menschen gesungen, weil ich dachte, genau das ist das Problem. Dass vor allem, also ich bin jetzt mit 24 in einer Position gewesen, wo ich wusste, ey, es ist nicht meine Schuld, ich bin unfassbar wütend geworden. Aber ich weiß, dass auch vor allem Kinder, Girls, die viel, viel jünger sind, das in sich reinfressen, weil sie sich so krank schämen und das verbaut ihr das ganze Leben. Das geht richtig auf so viele Sachen. Und deshalb wollte ich drüber sprechen, damit es eben nicht so schambehaftet ist, damit Kommunikation passieren kann. Und wir hatten sehr viel Kommunikation, auch viele Menschen, die es nicht verstanden haben. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Lass uns mal ganz kurz in den Song reinhören. Ja. Ich hoffe dich, dass du das nie vergisst und dass in dir auch was zerbrochen ist. Dich die Erinnerung nicht schlafen lässt, so wie mich, so wie mich, so wie mich. Ich hoffe dich, es frisst dich langsam auf, dass du dich nicht mehr auf die Straße traust, weil jeder mitkriegt, wer du wirklich bist, so wie ich, so wie ich, so wie ich. Ja, ich habe schon Tränen. Ja, und Gänsehaut. Und ich finde es so ausdrucksstark, dieses Video und überhaupt den Text. Ich finde das so toll. Wie haben denn die Leute auf YouTube darauf reagiert? Ich habe es mir nicht angeschaut, ehrlicherweise. Ich weiß es nicht. Ich hab später mal irgendwann so Nachrichten bekommen. Also das ist auch auf Instagram. Da lese ich es noch mehr durch YouTube. Ehrlicherweise, ich lese mir da nicht so viele Kommentare durch, weil das noch ein bisschen krasser ist. Auch ein bisschen mehr so Abfuck einfach. Aber ich weiß, dass viele nicht verstanden haben, man sieht das Bild, was ich anhatte. Das zeigt mich natürlich sehr feminin, sehr fragil, sehr weiblich, sehr sexy, würden manche sagen. Das war genau die Idee. So Kommentare von, ja, wenn du das selber schuld? Na, eher so, ey, eher noch krasser. So, wenn du das getragen hättest, dann hätte ich dich auch genommen. So, oder hätte ich es mir auch, also weißt du, so, dann ist doch klar, dass dir sowas passiert. Und das ist halt genau das Problem. Und deshalb war ich auch fast schon dankbar für diese Kommentare. Aber ich dachte so, ey, genau das ist das Problem. Ja. Anrufe von Menschen aus meinem Umfeld, du widersprichst dir selber. Und ich so, nee, genau darum geht's. Ich kann da so rausgehen und das ist okay, weil das ist mein Körper. Und so bin ich geboren und so bin ich auf die Welt gekommen. Und das nennt man ja auch schon Victim Blaming, oder? Genau, zu fragen so, hast du geflirtet, warst du betrunken, was hattest du an? Ich habe es nicht verstanden, wie jemand da rausgehen kann auf die Straße und sich von jemand anderem was nehmen kann, was der andere oder die andere nicht geben will. Ich fühle mich hilflos, ich fühle mich wehrlos, ich fühle mich klein und schwach. Ich stelle mir das voll krass vor, also voll emotional belastend, auch wenn du sagst, das haben Leute aus deinem Umfeld dir gesagt. Also ja. So, ich kenne das auch mit Hate im Internet und so, das ist schon auch richtig scheiße, ja. Aber so Leute irgendwie, die einem das privat sagen, stelle ich mir irgendwie noch krasser vor. Und also Props auf jeden Fall. Ich finde es so eine wichtige Message, irgendwie zu sagen, so, es ist immer die Person schuld, die das Nein nicht akzeptiert. Voll. So, niemals ist die Person schuld, der es passiert. Total. Ich würde auch mal sagen, ultra krass, dass du dich so davon abgrenzen kannst, deine eigenen Kommentare unter deinem eigenen Musikvideo nicht zu lesen. Also das ist auch stark, ne? Dass du dich da abgrenzt. Ja, war auch wichtig. Ist, glaube ich, auch Selbstschutz. Ja, der Song ist so ganz privat entstanden für mich. Irgendwie Studioproduktion, das ist man ja irgendwie im sehr geschützten Rahmen. Und wenn man das Baby dann rauslässt in die Welt, dann fühle ich. Gruselig, so. Das fühle ich auf jeden Fall. Ja. Du fragst in deinem Lied den Täter, wie es ihm geht. Ja. Warum ist das wichtig? Ich glaube, dass ich viel verstehen kann. So, ich liebe, keine Ahnung, komischer Crossover. Ich liebe so True-Crime-Podcasts, die erklären, warum Menschen zu Tätern werden. Weißt du, so irgendwie, man kann so viel nachvollziehen, man kann verstehen, warum am Ende des Tages jemand vielleicht, keine Ahnung, fremd geht. Du kannst verstehen, warum Menschen was auch immer tun, warum sie zu Diktatoren werden irgendwo in der Kindheit verankert. Also dieses ganze Grundverständnis so, keine Ahnung, man kann richtig viel nachvollziehen, finde ich, am Menschen. Ganz viel ist in der Psyche so. Und das konnte ich aber nicht verstehen. Das war das Einzige, was ich nicht verstehen konnte, wie man so krass über die Grenze von einem Menschen gehen kann. Und es hat mich einfach interessiert, so was, warum und vor allem auch, was es mit der anderen Person gemacht hat. Also eigentlich schon wieder fucked up, dass ich so empathisch und einfühlsam bin zu einer Person, die mich ruiniert. Aber gleichzeitig, ich wollte es wirklich verstehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man danach einfach nach Hause geht und sagt so,
jo, jetzt gehe ich schlafen, ne? Schau mir noch einen Film, Netflix, keine Ahnung, hol mir ein paar Chips und dann gehe ich pennen. So, also was, das muss doch auch was mit dir selber machen, wenn du einer anderen Person was antust. Das kann dich doch nicht kalt lassen. Also ich habe es einfach nicht, ich check's nicht. Hast du genau dazu auch von anderen Betroffenen vielleicht so Rückmeldung bekommen, die vielleicht genauso fühlen wie du? Ich habe Rückmeldung bekommen, dass der Text irgendwo halt gepasst hat zu vielem, was Menschen erlebt haben. Auch die Wut, die zum Schluss kommt, weil das ist das Erste, was bei mir kam, ist halt eine riesige Wut. So, und die mich auch wirklich von Menschen, die ich liebe, distanziert hat. So dieses Gefühl, ey, eine Person hat meine Grenze nicht respektiert, also setze ich jetzt überall Grenzen, nur um zu gucken, ob die Leute das akzeptieren. Also Freundin fragt, ey, willst du morgen Pizza essen gehen? Nee, kein Bock. Ja, und übermorgen? Nein, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, respektiere meine Grenze. So richtig dumm, dabei hätte ich eigentlich dieses Gespräch vielleicht gebraucht. Also einfach nur Menschen wegzuschieben, um mir selber zu beweisen, ich bin stark genug. Mhm. So. Und das haben, glaube ich, viele erlebt, diese Wut haben auch viele erlebt. Und ich habe viele wunderbare Nachrichten bekommen von vor allem Frauen, aber ich weiß, dass es ein Thema ist, was eine riesige Dunkelziffer an Männern auch als Opfer hat. Vor allem Frauen, die gesagt haben, so, ey, ich habe jetzt irgendwie nach 6 Jahren Anzeige gegen Unbekannt erstattet oder ich habe mir heute Abend noch einen Therapietermin ausgemacht und ich will das bearbeiten. So, also das ist total schön, wie heilsam das sein kann. Hast du eigentlich vor der Veröffentlichung mit deiner Family darüber gesprochen? Weil das war so das Erste, als ich den Song gehört habe und mir alles so ein bisschen von dir angeschaut habe, dachte ich so, ich finde es so einen mutigen Schritt. Hätte ich vorher mit meiner Family drüber geredet? Oder also wie ist das bei dir gelaufen? Auf jeden Fall. Ich bin sehr beschützend, was meine Familie angeht. Das ist so meine Homebase. Das ist das, wo ich immerhin zurückgehe. Und das ist krass, glaube ich, wenn die eigene Tochter, die eigene Schwester über sowas spricht. Und ich, also die wussten eh schon Bescheid. So, ich hatte auch damals mit denen gesprochen. Konnten die dir helfen damals? Ehrlicherweise wollte ich das nicht. Ich habe für mich Therapie gemacht, was ich total gut finde und auch wichtig, um auch die Wut loszuwerden. Und habe das eher so mit mir geklärt und mit meiner Therapeutin. Aber die müssen da, also sie stecken im selben Boot gerade, weil sie halt auch die ganzen Nachrichten bekommen von Freunden. Ey, was ist denn, echt? Was ist deiner Schwester passiert? So, ja. Geht dich nichts an. Aber es ist sehr, sehr wichtig, finde ich, für mich, dass ich diese Base habe. Und das ist auch das. Ich bin auch sehr stolz auf meine Eltern, wie die damit umgehen. Weil die sind mindestens genauso stark wie ich, eigentlich viel, viel stärker. Und gab es einen speziellen Gedanken, den du vielleicht auch in der Therapie für dich mitnehmen konntest, der dir geholfen hat, um besser mit dem Geschehenen umzugehen? Ich glaube, aus irgendeinem Grund gehe ich so viel stärker, aber vielleicht auch, weil ich eben drüber spreche und weil ich mich für das Thema stark mache, bin ich jetzt sehr viel stärker und ich mag mich selbst viel mehr. Ich bin viel selbstbewusster, ich mag meinen Körper mehr, ich bin mehr ich selber, ich gehöre mir ganz alleine und jeder, der damit ein Problem hat, der kann sich verpissen. So. Dieses Selbstverständnis, das ist neu. So, ich sage mehr Nein, wenn es wirklich darum geht, Grenzen zu setzen. Und wenn es nur darum geht, dass kann irgendjemand dich doof anflirtet oder sowas. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin nicht mehr freundlich und sage so, hey, wäre voll cool, wenn du es lassen würdest, mir einen Hintern zu fassen. Ich so, nee, ey, geht nicht, Mann. Also ich bin halt viel klarer. Und diesen Mut oder dieses Gefühl von, ey, ich gehöre mir ganz alleine, das ist viel stärker geworden. Das macht mich sehr frei. Wie ist es bei euch in der Runde? Fällt es euch leicht, so Grenzen zu setzen? Oder musstet ihr das auch erstmal lernen, wie Lotte? Aber ich glaube, also ich musste mir das auch hart erkämpfen, vor allem auch erstmal zu checken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Also da fängt es ja schon an, finde ich, dass man, weiß ich überhaupt gerade, was ich möchte? Oder bin ich das vielleicht einfach gewohnt, ja zu sagen? Oder denke ich das, weil ich irgendwie people-pleasing bin und denke, die andere Person möchte das so? Ich glaube, das ist halt so der Step, den man irgendwie machen muss. Ich glaube, da drin bin ich inzwischen ganz gut. Und habe auch schmerzliche Erfahrungen gemacht, die mir dabei geholfen haben. Ja, Grenzen setzen ist, glaube ich, ein Thema, da haben wir gerade gestern drüber geredet. Etwas, was ich üben musste. Also immer wieder Nein sagen, auch Nein ohne Rechtfertigung. Ohne ellenlange Rechtfertigung, sondern Nein, ich brauche heute Zeit für mich. Oder Nein, ich möchte nicht. Weil, glaube ich, dieses Gefühl von, ich möchte nicht, dass mich jemand ablehnt, ganz groß ist. Und es ist dann auch ein Prozess, sich damit auch wohlzufühlen. Und was ich ganz, ganz krass fand und auch ein schwerer Schritt war, aber auch ein heilsamer, auch zu sagen, ich darf auch Grenzen meinem Partner gegenüber geben. Und nur weil ich einen Partner habe, bin ich nicht verpflichtet, mit ihm Sex zu haben.
sondern ich kann sagen, nee, ich möchte nicht so und muss es nicht irgendwie performativ machen. Und das muss man üben und es fühlt sich, also bei mir hat sich das super scheiße angefühlt. Ja, gerade wenn man so irgendwie so kindheitsmäßig und so eher so ein Fixing-Person ist. So. Aber kannst du mal ganz kurz erklären, was du mit performativ meinst? Ich meine, dass ich schon von vielen Personen höre, dass gerade Frauen, nicht-binären Personen, dass Sex für sie auch oft etwas Performatives hat. So dieses, ich muss performen, ich muss gut aussehen, ich muss irgendwie stöhnen, oh, mein Partner möchte das und das, ich mache das jetzt, weil der will das. Und eigentlich will ich das selber gerade? Weiß ich gar nicht. Und das meine ich damit, dass erst total spät mir aufgefallen ist, boah, ich mache ganz viel, das will ich eigentlich gar nicht und das fühle ich irgendwie gar nicht, das muss ich gar nicht. Ja. So. Und dann eben lernen, Grenzen zu setzen, auch zu merken, oh wow, es gibt auch eben Menschen, die sagen, ich liebe dich und das nicht akzeptieren oder dich dafür dann beschuldigen zum Beispiel. Ja. Ich finde es voll interessant, was du gesagt hast mit dem Nein sagen ohne Begründung, so das zu lernen, weil ich glaube, das ist was uns ja auch voll verwehrt wird im Alltag. Weil wenn ich überlege, ich lauf durch die Stadt, werd gecatcalled, ich sag, Digga, lass mich in Ruhe und der ist, hä, warum? So. Also da fängt es doch an, oder? Oder dass man wird irgendwo angelabert von irgendeinem Typen oder so und geht irgendwie schon davon aus, mein Nein reicht nicht und irgendwie mein Nein reicht sowieso nicht. Und dann sagt man, ja, ich hab einen Freund, sorry. Ja. Weil der imaginäre Freund... Ja. Sorry, vor allem sich zu entschuldigen dafür, dass man einfach Nein sagt. Ja, genau. Und der imaginäre Freund, der hat mehr Recht darauf, auf das Nein. So. Also von dem wird es dann eher akzeptiert als so ein unbegründetes Nein von einem selber. Das ist schon heftig. Ekelhaft. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Grenzen. Lotte, wo fängt denn sexualisierte Gewalt an? Bei einer Grenzüberschreitung, wenn es um sexualisierte Handlungen geht. Und das kann eine körperliche Berührung sein, die man nicht will im Club. Ich glaube, das ist fast jeder Frau leider schon passiert. So, wenn man daraufhin Nein sagt und das wird nicht akzeptiert, das kann aber auch was Verbales sein, es kann auch was Psychisches sein. Und das ganz Wichtige ist, es kann auch in einer Partnerschaft passieren. Es ist erschreckend. Ich habe gerade die Facts nicht im Kopf, aber es ist seit überraschend kurzer Zeit erst so, dass es überhaupt den Tatbestand der Vergewaltigung in einer Ehe gibt. Das gab es ganz lange nicht mal. Also auch da, also es kann in jedem Umfeld und überall passieren. Dein Appell, was ist deiner Meinung nach ganz wichtig, damit sich etwas in Bezug auf sexualisierte Gewalt ändern kann? Mir ist gerade erstmal jetzt mit dem, was ich jetzt gerade mache, wichtig, dass man drüber spricht, dass wir lernen, drüber zu sprechen, dass man lernt, dass es nicht schambehaft ist, es ist nicht schlimm, dass man sowas erlebt, weil man ist ja nicht schuld. So. Und ich glaube, was mir auch wichtig ist, ist zu informieren, dass es einfach viele Möglichkeiten gibt, sich tatsächlich auch zu schützen. Auf dem Nachhauseweg zum Beispiel. Es gibt voll cool, es gibt ein Heimwegtelefon. Eine Freundin von mir, die leider auch Erfahrungen gemacht hat, copt damit gerade oder arbeitet es auf, indem sie bei diesem Heimwegtelefon arbeitet. Und das gibt es inzwischen deutschlandweit 24/7. Du kannst quasi, wenn du nach Hause gehst, da anrufen und sagen, so, ey, ich fühle mich gerade ein bisschen unsicher oder einfach nur, ich fühle mich gerade nicht so gut, kann ich mit euch sprechen? Und dann telefonieren die mit dir, bis du zu Hause bist. Die fragen dich erst, ey, cool für dich wegen Datenschutz, wo bist du denn gerade, gib mir mal den Standort durch, wie lange läufst du noch circa? Okay, und wir sprechen. Und dann redet ihr über Gott und die Welt und wenn du irgendwie die nächste Straßenabzweigung nimmst, sagst du, ey, jetzt biege ich hier ab, ey, das ist so ein komischer Typ, der läuft mir schon die ganze Zeit hinterher und wenn dann was passiert, dann sind sie da, dann haben sie direkt die Polizei am Start und man fühlt sich aber einfach sicherer. So. Es ist eigentlich traurig, dass es sowas geben muss, aber voll schön, dass du es hier teilst, weil ich denke, es gibt viele, die das halt sehr gerne in Anspruch nehmen. Genau, und es gibt super viele Hilfestellen, die meisten davon sind wirklich richtig, richtig cool. Es gibt Frauentaxis, wo man als Frau günstiger nachts nach Hause fahren kann, wenn man nicht mehr laufen will, weil es vielleicht einfach zu dunkel ist und es aber zu teuer wäre, sich ein eigentliches Taxi zu holen und solche Sachen. Also es gibt schon richtig gute Sachen und ich finde, da können aber die Städte noch viel besser werden. Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? So heißt deine neue Platte. Ja. Kannst du die Frage für dich selbst beantworten? Wenn alles zerbricht, dann bleibt ja theoretisch erstmal ich alleine. Und das ist auch für mich die Idee von diesem Album. Ich will mich darauf zeigen, als die Frau, die ich bin und alles, was mich dazu gemacht hat. Und da gehören eben sexualisierte Gewalt dazu, da gehören Panikattacken dazu, da gehören beschissene, toxische Beziehungen dazu. All das, aber auch sehr viele schöne Sachen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich gerade lerne in dieser Zeit, ist einfach, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Und das macht sehr frei, wenn man das macht.
Das war's noch lange nicht. Hier geht's direkt zum nächsten Talk. Und hier haben wir ein spannendes Video aus unserem Funknetzwerk für euch. Und wenn ihr Bock habt auf die große Dieb und Deutlich-Runde, dann könnt ihr ganz exklusiv jetzt in der ARD-Mediathek vorbeischauen. Viel Spaß!